Na gut. Stopp. Kamera. Nachtsicht aus. Sehen wir schon irgendwo Licht. Oh. Was ist das für grünes Zeug? Ah, das kann sein, dass wir so neue Dinge aufdecken. Es gibt sozusagen Quadrant auf der Karte. Und wenn man dann nah genug dran ist und sie sieht, werden sie freigeschaltet. Navigation. Haben wir alles soweit. Okay. Also mit dem Sonnenaufgang wird, glaube ich, nichts. Wenn wir jetzt eine halbe Stunde warten, bis hier irgendwo ein Flacker von Licht auftaucht, weiß ich nicht so wirklich. Aber gut, machen wir einfach ganz kurz unsere Probe. So, wir hätten gerne dich. Wir würden gerne hier eine Probe nehmen. Kein Ziel. Wir würden gerne hier. No target in sight. No target in range. Oh, wir sollten noch diese schwarzen Streaks hier untersuchen. Eins. Ah, okay. Also muss mit WASD in Nummer 1 das Ding hier in die Erde bohren. Und jetzt hinter die Probe. Sehr kurios. Aber ja, hier unten steht ja Roboterarm links, Science-Plattform rechts. Ich weiß, mit was ich was steuere. Das muss ich noch rausfinden. Ah ja. Probe ist gleich durch. Dann müsste die Mission erfüllt sein. Tada! Soil complete. Die Dark Streaks sind ein Mysterium. Scheint beim Terraform entstanden zu sein. Also nicht beim Terraform, sondern bei der ersten Formung des Planeten aus der Urmasse des Solarsystems. Könnten Überbleibsel von einem Sandstorm, also vom Samtsturm sein. Und dass die Oberfläche des Marses reich an Ferric Oxid ist, also Eisenoxid. Weswegen das Ganze halt so rot wirkt. Sehr schön. Wir haben freigeschaltet Tech Level 3, ein Small Rover. Also wirklich die Klasse Rover und nicht stationäres Ding mit Roboterarm dran. Ein Alpha Partikel X-Ray Spektrometer. Naja, beschränkt das mal auf 12 Buchstaben. Ein Radiation Assessment Detector. Also einmal haben wir den X-Ray. Einmal haben wir Strahlungsmesser. Eine Hazard Avoidance Camera. Eine Kamera, mit der man sehen kann, wo wir uns aufhalten dürfen wegen der Strahlung und wo nicht. Eine Navigation-Kamera und ein Solar Array, das man auf einen Rover bappen kann. Okay. Schließen. Schließen. Damit will ich doch gleich mal spielen. Also, CTA. Disconnect. So. Ich skippe nochmal Time. Mit dem komischen Warp-Dingens. Damit auf jeden Fall auch Tag ist. Damit wir halt mal die ganze Pracht des Mars sehen können. Und da auch hin und her fahren. Aber bisher... Also es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Gerade, dass einem so viel abgenommen wird und es noch recht viel Text fehlt und Intro-Videos und was weiß ich. Aber die Idee dahinter finde ich sehr schön. Vor allem, dass das Ganze auch realistisch ist und nicht mit Lasern rumgeschossen wird und was weiß ich. Aber ja, klicken wir da rein. Wir haben jetzt eine fast fertige Mission und wir haben gut Geld. Also würde ich doch mal gerne... Was mit der Mission? 50% erfolgreich. Hier, das wäre die nächste Mission. Wir haben einen Rover für uns zusammengebastelt bekommen, das ist okay. Der kostet auch richtig, richtig viel. Er kostet fast so viel, wie wir gerade haben. Missionsdetails? Ja, erforsche das Zielgebiet. Launch. Und zwar da oben. Direkt an der Klippe. Ich glaube nicht, dass wir direkt an der Klippe landen sollten. So, ich sag mal hier... Eher hier. Weil man kann nicht immer mit 100% Sicherheit sagen, wo was landet. Und da wir eh einen Rover spielen, können wir einfach nach Norden fahren. Hoffe ich mal. Also, Launch. So.
So, vielleicht sehen wir jetzt ja auch schon ein bisschen mehr, wenn wir abgeworfen werden. Wow. Ja, sehen wir. Sieht komisch aus. Das hört sich komisch an. Wir sehen jetzt, okay. Kamera. Ah, das könnte so eine Art Schutzummantelung sein. Deswegen sehen wir jetzt, können wir uns hier drin umsehen? Nein, Ausbewegung bringt nichts. Wir haben diesmal Primary ein 6-Wheel-Drive. Secondary auch ein 6-Wheel-Drive. Dann den WASD-Tasten bewegen wir uns diesmal wirklich vor Ort. Was haben wir noch? Wir haben die Standardkamera und wir haben Instant APX-1. Ist das der Radiation Detector? Das würde jetzt noch nicht so viel Sinn machen, aber okay. Jetzt sind wir auf die Kamera. Mach ein Bild hier vom Blick. Kostet ja nichts. Denken wir, die werden recht. USB-Stick dran haben. So, was steht da? Wir sind bei 2 Meter die Sekunde gleich. 110 Meter noch entfernt. Ah, das wird eine wunderbare Landung. Okay, der wird nicht langsamer. Dann vielleicht doch nicht so butterweich. Wir haben noch eine Kamera. Interessant. Logbuch. Hitzeschild. Released. Sonst nichts. Airbags. Ah, das Ding benutzt jetzt diese Airbags, die ich vorhin erwähnt hatte. Die müssen wir nicht manuell irgendwie öffnen. Also, ich meine, wir schlagen gleich auf. Das könnte sehr interessant werden. Also, wenn es wirklich die Airbags sind, die ich kenne, dann ploppen die gleich auf. Bilden einen Kreis um uns rum und wir kullern jetzt auf der Oberfläche rum, bis wir halt zum Stillstand kommen. Problem dabei, wir sind direkt neben einer Schlucht. Aber ne, es sieht so aus, als wenn wir einfach nur auf der Stelle gehüpft wären. Oh, Tonk. Auf der Stelle gehüpft wären. Airblacks sind wieder eingefahren. Und das Ding öffnet sich. Okay, aus, aus. Warten, bis das Ding fertig ist. Und das schiebt uns jetzt raus. Was für ein Service. So, jetzt sind wir da. Licht. Oh, wir gucken in die falsche Richtung. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay, also fahre ich einfach rückwärts und verdammt vorwärts. Sehr schön. Das mit der Nicht-Kamera drehen können, finde ich irritierend. Also nochmal, ich will mal die Kamera aus. Vielleicht kann ich hier. Also Maus macht gar nichts. Wenn ich rechte Maustaste drücke, komme ich in diesen Auswahlmenü, wo ich den Cursor sehe. Aber auch hier kann ich nichts machen. Jetzt machen wir ein Bild von den Steinen da. Drehen kann ich mich jetzt auch. Ah, ich kann auch vorwärts fahren. Das da ist die Landeplattform. Ganz schön groß. Und da ist das die Sonne? Licht aus? Ja, ist die Sonne. Es wird nicht besonders hell. Aber gut, Bild schießen. Bild schießen. So. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen eine Probe mit diesem Radiation-Dingens machen. Analyze. No target in range. So, zu so einem Stein fahren. No target in range. Haben wir denn irgendwo einen Marker? Nö. Ich sehe keine Markierung für unsere Aufgabe. Filter bei Mission? Yes. Na gut. Fahren wir erstmal eine Weile weg. Nach Norden müssen wir eigentlich, das weiß ich noch. Aber wir wissen nicht, wo Norden ist. No target in range. Dass ich auch nicht nach unten gucken kann, wenn ich sehe. Oh, Power Level sieht nicht gut aus. Dass wir die ganze Zeit rückwärts fahren, ist auch. Ja. Oh, jetzt sehen wir einen Wegpunkt. Okay.
17,5 Meter. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam begriffen. Das Ding steuert sich nicht zäh. Die Befehle brauchen einfach eine Weile, bis sie da ankommen. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Also eigentlich brauchen die eine ganze Weile dahin. Aber ich nehme einfach mal an, dass es hier auf dem Mars schon so eine Art Zwischenstation gibt. Weil sonst könnten sie die Rover nicht so schnell hinbekommen. So, 7 Meter. Da ist das Zentrum von dem Punkt, wo wir eine Probe nehmen sollen. Das heißt, wir holen das Ding jetzt mal raus. Und nehmen hier eine Probe. No target in range. Explore complete. Was machst du? Ach, du machst rückwärts. Wir sehen sogar unsere Spuren im Sand. Sehr schön. Ich hätte echt eine Höhe auf diesen Kamera ganz gerne. So ein schönes rotes Bild. APSX1. No target in range. Gut, fahren wir mal unsere Spur zurück. Das ist nichts drin. Aha. Oh. Steine. So, stopp. Ja. Wow, also Steuerung mit dem Ding hier ist noch unhandlicher als mit WASD. So. Ja. Bleib mal stehen. All tasks of major scientific value must be carried out. Major Task 50%. Was habe ich denn vergessen? Fotografiere den Punkt. Da hinten. Okay. Komm, dreh dich. Da hinten. Da waren wir doch gerade. So. Um den Stein herum. Kamera. Ah, okay, es wird auch hervorgehoben. Goodie. Capture. Tick. Completion 45%. Oh, wir müssen wahrscheinlich einmal da außen rum fahren. Oder sonst nur den Stein fotografieren, was wir eigentlich gar nicht fotografieren sollen, sondern das, was dahinter ist. Oh. Tick. Die grünen waren sind jetzt grau. Das heißt, graue sind für uns nicht interessant. Grüne können wir momentan fotografieren und rote kommen wir gerade nicht an. Also es fehlen noch die beiden dahinter dem Stein und unsere Energiewerte sehen echt nicht gut aus. Wir versuchen uns mal hier durchzuwuseln, so schnell es geht und einen ganz schnellen Fokus zu machen. Wobei das mit dem Tag verstehe ich immer nicht so ganz. Also es sieht nicht aus wie Tag. Nicht so wirklich. Eigentlich müssten wir auch Energie bekommen, aber ja. Oh. Ich glaube, das war kaputt gegangen. Gut, schnell Foto machen. Ja, das war nicht gut. So. Weiter. Power ist gleich alle. Drehen. Klick. Warum? Ah, Klick. Aha, Foto komplett. Ja, alle Missionsparameter erfüllt. Schön, schön. Also, Disconnect. Diesmal gab es keine Beförderung. Eventuell habe ich auch irgendwas einfach übersehen, was wir noch machen sollten. Victoria Crater. Oh, wir haben neue Mission bekommen. Missionsdetails. Zoom, zoom, zoom. Also wir haben jetzt unsere stationären Einheiten hier und hier. Das war Mission 1, das war Mission 2. Und wir haben unseren Rover hier. Für den Rover gäbe es jetzt da eine Mission oder da. Das heißt, wir wählen jetzt ihn aus. Vehicle
Stichprobe 1. Assign Vehicle. Ja, wir wollen keinen neuen Rover hochschicken, wenn wir einen haben, der schon in der Nähe ist. So. Connect to Vehicle. Das heißt, dieser kleine Typ, der eigentlich keinen Strom mehr hat, soll jetzt dahin fahren. Ja, sehr schön. Klick. Dreh dich. Da ist ein riesiger Stein. Ich bin zur Textur geglitscht. So. Einmal um den Stein rumfahren. 103 Meter. Klingt jetzt nicht so viel. Aber man muss bedenken, wie groß wir sind. Oh, oh. So, da hinten. Was mich interessieren würde, ob die Räder abbrechen können und wenn ja, wie. Weil wir hatten ja schon doch ein, zwei recht aggressive Turns gemacht. Aber na gut. Ich mache mal kurz einen kleinen Zeitraffer und melde mich dann wieder, wenn wir da hinten angekommen sind. Also ich fahre jetzt eigentlich nur geradeaus. Denn so allgemein, denke ich mal, werde ich euch das Gröbste schon gezeigt haben, was in dem Spiel möglich ist. Außerhalb euch noch eine höher auflösende Kamera. Und das würde ich euch noch ganz gerne abschließend zeigen. Ich denke, ahaha, wenn nicht irgendwelche Räder abbrechen. Oh, 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 oh. Also ja, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns wieder, wenn wir da angekommen sind und hoffentlich... Hallo? Ah. Also wenn wir da angekommen sind und hoffentlich ein neues Tech-Update bekommen für eine bessere Kamera. Also dann bis gleich. Oder auch nicht. Ich bin auf diesem Stein hier und komme nicht wieder runter und stecke fest. Also, select. Und das Spiel ist abgestürzt. So, da wäre ich wieder. Wir starten gerade einen neuen Rover. Denn der alte war abgestürzt. Also, nicht wirklich abgestürzt, sondern er steckte in einem Stein fest. Ich konnte ihn nicht mehr bewegen und dann kam irgendwann eine Windows-Fehlermeldung und das Spiel ist abgestürzt. Nicht unbedingt schön, aber bei einem Pre-Release kann man das verkraften, denke ich mal. Ich habe jetzt also einfach eins der Szenarios geladen, wo ich gehofft hatte, dass man gleich eine bessere Kamera hat und die Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Wir sehen jetzt alles schön in Farbe und bunt und landen gerade. Und dann können wir mal gucken, was das Ding hier alles so für Schnickschnack dabei hat. Und wir sehen sogar schon Landeschatten da rechts im Bildschirm. Oben rechts jetzt. Ja. Ah, okay. Also es ist... Das da, der Schatten ist unser Rover. Also der Schatten unseres Rovers. Und man sah ganz kurz oben drauf das Ding, was benutzt wird, um den Sturz abzufallen. Flupp. So. Gelandet und wir haben 6 Dinger an dem Teil dran. Ja, das meine ich doch. Das sieht gleich viel, viel besser aus. Was bist du? Chemisch. Sehen wir nichts. Außer unseren Po. Das sind die Solarzellen, die wir installiert haben. Da hinten sehen wir komische Markierungen. Wahrscheinlich sind das Markierungen, die nur für dieses Gerät hier relevant sind. Also da hinten könnten wir chemische Messungen vornehmen. Wenn wir jetzt auf eine andere Kamera wechseln, sind da gleich mehr Wegpunkte. Aber gut, gucken wir erstmal. Was zur Hölle? Achso, das ist unser Rover. Sieht aus wie ein kleiner Panzer. Mit einem Gatling-Geschütz vorne dran. Oh. Mastsystem. Achso, das ist den Turm, den wir bewegen können. Und das ist das Fahrzeug, das wir bewegen können. Ja, sehr schön. Weitwinkelaufnahme. Oh, nicht im Kreis fahren, cooles Ding. So. Gucken wir, wie über die Steine rüberkommt. Kamera 1 ist der Boden. Kamera 2. Warum kann ich Kamera 2 nicht bewegen?
Ah, so. Okay. Also ja, das macht das Erforschen noch gleich wesentlich interessanter. Wobei die ersten Schritte natürlich auch sehr wichtig sind, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie schwer das ist, die Daten wirklich zu erfassen. Auch wenn das Tutorial an sich ein wenig zu einfach war. Ich denke mal, später im Karrieremodus wird das ganz anderer Schnack sein. Aber ja, ein sehr vielversprechendes Spiel, wo natürlich noch jede Menge gemacht werden muss, gerade was die Stabilität angeht und Inhalte auffüllen und so weiter. Aber wenn man so ein Fan ist von nicht Science Fiction, sondern einfach nur Science eigentlich, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant. Oh ja, Details sind auf jeden Fall sehr schön, gerade auch die Spuren, die man hinterlässt, weil das ja auch mit das Wichtigste ist. Man landet auf einem anderen Planeten, da will man auch seine Spuren hinterlassen. Sehr schön wäre auch noch, wenn diese Spuren, schau mal, also diese Spuren hier, wenn die auch wirklich permanent auf dem Planeten bleiben würden. Das heißt, wenn wir später noch eine Sonde hier hinschicken, dass sie dann immer noch da sind. Das wäre sehr schick. Aber ja, ich hoffe, euch hat das als so kleine Einführung gereicht. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.